schießen können. Die würden hier rumkommen und dann erst beschossen werden. Von der Mauer. Okay, da kommen die aber. Sie würden von der Mauer beschossen werden. Können aber hier rauf. Können hier rein. Da würde dann die Infanterie drin stehen und ihnen aufs Maul hauen. Und wo könnten sie noch rein? Ah ja, das ist weit. Also der Turm hat zwei Zugänge. Hätte den Baum im Weg. Sie würden eventuell auch hier rumlaufen. Und über die Mauern. Aber der Weg hier über die Mauern ist weiter. Jetzt weiß ich nicht, ob sie das machen. Ob die KI wirklich hier über die Mauern gehen würde. Ah, hier ist noch ein Eingang. Ja, okay. Also der Turm hat auch drei Angriffsmöglichkeiten für Infanterie. Also sie könnten quasi auch, meine Schützen könnten auch von hier. Hier runterschießen, wenn die Infanterie hier hochkommt. Aber hier können sie nicht gut schießen wegen dem Baum. Und ja, von hier haben sie zwar eine ganz gute Sicht, die um die Ecke kommen. Aber da ist eben auch die Treppe. Nee, ich glaube, der andere Turm ist besser. Wir probieren es beim anderen Turm. Ich schätze, wir müssen hier ein wenig warten. Wie sieht es denn aus mit unseren Einheiten? Fernkämpfer 21. Oh, wir können leveln. Das ist gut. Immer noch 21, aber ein paar bessere Infanterieeinheiten. So, Garnison. Ein. Cool. Ja. Das ist halt nicht so gut, ne? Den gleich mal rüber. Aber ich kann zaubern. Ich kann immer noch runter zaubern. Lass mich noch mal kurz gucken. Wie sieht es denn mit den Zaubern aus? Ich kann hier. Wenn wir bei dem Turm sind, wir brechen hier rein. Ich will keine Infanterie opfern, das heißt, wir werden uns frühzeitig zurückziehen, bevor sie hier drin sind. Sie kommen mit Zila. Und ich stehe da irgendwo. Auf der Mauer oder da oben. Und wenn sie sich hier pulken, dann kann ich hier runter zaubern. Das macht massiven Schaden.
Und die Gegner können hier nicht gut selber hochzaubern. Also ich komme hier auch nicht rauf. Außer über die Mauer zu laufen. Wodurch sie dann hier in die andere Infanterie reinrennen. Die im Turm ja auch geschützt ist vor gegnerischen Zaubern. Ja. Vielleicht ziehen wir uns gleich zurück. Damit die uns nicht anzaubern. Okay. Testen wir das mal. Ich speichere jetzt einfach mal. Den Ältesten. So. Mana ist nicht so hoch, aber das wird sich noch auffüllen, hoffe ich. Hä? Ach. Ja, wir bleiben in der Burg. Wird belagert. Wir schließen uns natürlich der Verteidigung an. Und oh, kommt er zu uns? Nee. Ich versuch mal zu verhandeln. I will honor the terms of the parley if you do likewise. Ihr konntet euch zwar geben, ihr könntet euch zwar geben, ich hoffe, es muss nicht unbedingt zum Kampf kommen. Mal schauen. Der Manfred von Karstein hat eure Treue nicht verdient. Es ist unwahrscheinlich, dass er darauf eingeht. Der hasst uns, der Typ. Unsere Reiche sollten Frieden schließen. Es muss trotzdem nicht zum Kampf kommen. Der hat eure Treue nicht verdient. Okay. Ja, ihr sollt euch lieber geben. Ja, also gut. Hat nicht geklappt. So. Machen wir kurz Pause. Ich kann leider hier nicht anfangen, irgendwas zu bauen, ne? Keine Verteidigungsanlagen. Was ein bisschen doof ist. So, naja, lass mal weiter. Ach ja, die haben den Angriff schon begonnen. Nichts überhaupt. Naja, doch hier. Ein Belagerungsturm, eine Balliste. Okay, eine Balliste. Die auf die Leitern haben. Und die Bilder haben sie nicht fertig gebaut. Okay. Miliz. Ah ne, das ist nur die normale Miliz. Ich dachte, wir haben hier. Können wir es automatisch machen?
Kann ich hier sehen, wie viele das sind? Wie viele Bogenschützen haben die denn? Ah, das übernehme ich. Fernkämpfer 2, Fernkämpfer. Okay, die haben auch nicht besonders viele Fernkämpfer. Weil die haben halt viele Zauberer. Okay, insgesamt haben sie natürlich mehr Fernkämpfer als wir. Okay. ...3:1. Das braucht man nicht automatisch machen. Das schaffen die, glaube ich, nicht automatisch. So, ich hoffe, ich kann die Truppen irgendwie postieren. Sie hat nicht gleich reingeschmissen. Ah ja, sie hat. Okay. Verschiedene Bogenschützen. Okay, es liegen auf beiden Seiten. Nee. Es liegen auf der einen Seite liegen Leitern, der anderen nicht. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Hier kommt der Rambock, aber den werden wir nicht aufhalten können. Wir haben nämlich keine. Mist. Wir haben keine Katapulte oder irgendwas. Das heißt, wir können den Rambock nicht aufhalten. Okay. Jetzt machen wir die auf 0. Sollen hier oben stehen? Nee. Die Mauer hier ist kaputt geschossen. Was denn? Ja. Die Balliste von denen steht wo? Ich sehe die gar nicht. Hä? Wo steht die? Da ist die Armee. Hinter den Bäumen. Steht die Balliste? Okay, die werden mit dem Belagerungsturm. Ah, da steht die in der Mitte. Wir werden mit dem Belagerungsturm hier hinfahren. Okay. Ah. Die machen das Tor kaputt. Und fahren mit dem Belagerungsturm hier hin. Und dann könnten sie hier relativ weit reinstürmen. Aber wenn ich das Tor selber aufmachen würde, habe ich da oben eine bessere Verteidigungsposition als hier. Einfach alle schon mal zurückziehen. Infanterie, Infanterie. Zwei Gruppen Bogenschützen haben wir jetzt. Drei Gruppen Infanterie. Ich mach mal hier die. Auch zu Bogenschützen. Und die auch zur Infanterie. So. Dann machen wir die hier. Also ungefähr gleich stark. So. Die machen wir hier auch gleich stark. Jetzt habe ich eine Einheit, einen Bogenschützen habe ich jetzt verloren. Toll. Ah, wunderbar. So, der Typ. Der befehligt hier die Bogenschützen.
Ich befehlige die Bogenschützen. So. Du hast nicht beritten. Er wird ein Held. So, machen wir es so. Kann man die ein bisschen verringern? Lup. Ja. Okay. Die posten wir hier. 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 Macht es Sinn, hier zu warten? Oder macht das Sinn eher... sich eher schon zurückzuziehen, wenn die Gegner hier drin keine Deckung mehr haben. Es macht wahrscheinlich mehr Sinn, sich eher schon zurückzuziehen. Das heißt, ich setze die hier hin. Setze die hier hin. Die Infanterie. Setz dich hier hin. Die Infanterie sind ja, die setzen sich hier. Los. Setzen sich hier hin. So, und die da vorne. Ziehen sich auch zurück. So. Dann sollen sie durchs leere Tor durchkommen. Ich postiere erstmal meine Leute. Und... hä? Was steht der da noch rum? Zu wem gehörst du denn? Sag mal. Komm her. Was macht der da? Wo steht denn der da noch? Also, wir könnten natürlich auch auf die Steine setzen, die wir hier runterschmeißen, wenn die Gegner hier im Tor hängen. Da kann man, glaube ich, auch relativ viele erledigen. Aber das wird nicht mehr nicht lange funktionieren, wenn die mit dem Belagerungsturm kommen, und die werden auf jeden Fall mit beiden Dingen ankommen. Ja. Gut. Nee, wir setzen auf den Turm da hinten. Das ist die beste Idee, die ich habe, leider. So, ich krieg nur den einen Typen da nicht vom Ball. Der ist ein bisschen dumm. Der will nicht weg. Ja, dann ist er halt so. Los. Nein! Hör auf! Alle! Warte mal. Hierher. Nicht dahin rennen, wie du. So. Warte. So, ihr. Ihr seid die Einzelnen. Ihr macht ein Schild rein. Und ihr postiert euch in dem Turm. Oder weißt du was? Ihr macht kein Schild, weil ihr macht gleich das Viereck. So, postiert euch hier drinnen. So gut es eben geht. So. Die nächsten machen einen
ein Viereck.